Er war seit Folge 1 dabei. Münchner Rote Rosenstar verlässt Soap, aber nicht auf eigenen Wunsch. Von der Urbesetzung der ARD Soap Rote Rosen aus dem Jahr 2006 sind nur noch zwei Stars bis heute dabei. Einer wird die Serie nun aber verlassen. Lüneburg. Rote Rosen steuert steil auf das 15-jährige Jubiläum zu. Im November 2006 wurde die erste Folge der Soap aus Lüneburg ausgestrahlt, die im ARD-Nachmittagsprogramm schon längst absolut Kult ist. Jede Woche gibt es immer montags bis freitags täglich um 14.10 Uhr eine neue Folge für die Fans. Von der Urbesetzung ist allerdings nicht mehr allzu viel zu sehen. Genauer gesagt sind nur noch zwei Charaktere übrig, die auch schon in der allerersten Folge der Telenovela dabei waren, noch immer Teil der Soap. Zum einen wäre da Brigitte Antonius, die Johanna Jansen spielt. Zum anderen ist auch noch Gary Hangbauer dabei. Er verkörpert den Thomas Jansen in der Serie. Für die Fans kündigt sich nun allerdings eine große Enttäuschung an. Denn zur kommenden 19. Staffel ist wohl nur noch ein Gesicht der ersten Stunde dabei. Rote Rosen, ARD, Star der ersten Stunde verlässt die Soap. Gary Hangbauer wird die Soap nämlich verlassen. Das verrät er nun selber gegenüber in der A1. Mit Hangbauer verliert die Soap ein waschechtes Urgestein. Der gebürtige Münchner spielte mit kurzen Unterbrechungen seit dem Start der Serie im Jahr 2006 mit. 2018 legte er eine kurze Pause ein, kam aber noch im selben Jahr ans Set zurück. In der Rolle als Thomas Jansen spielte er in den Anfängen der Serie den untreuen Mann der Rose, wie die weibliche Hauptfigur genannt wird, die im Mittelpunkt jeder Staffel steht. Nun steht aber fest, dass für Hangbauer Ende August Schluss sein wird. In der kommenden 19. Staffel wird er also keine Rolle mehr spielen. Freiwillig geht der 60-Jährige allerdings wohl nicht. Wie er gegenüber in der R1 bestätigte, wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert. Die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen sei nicht sein Wille gewesen, die Entscheidung müsse er nun aber akzeptieren. Bis es soweit ist, haben die Fans aber noch ein paar Mal die Gelegenheit, Hangbauer in der Soap zu sehen. Von der laufenden 18. Staffel werden noch gut 40 Folgen ausgestrahlt. Rote Rosen, ARD, Vertrag von Gary Hangbauer nicht verlängert, besteht die Chance auf ein Comeback? Mit Gary Hangbauer bricht zwar ein großes Stück Rote Rosen Tradition weg, Personalwechsel ist in der Soap aber keineswegs unüblich. Schließlich ist die Serie dafür bekannt, eine Liebesgeschichte in einer Staffel, die exakt 200 Episoden lang ist, zu erzählen. Danach folgt meist eine neuere Storyline und damit gut und gerne auch mal ein Castwechsel. Wie es genau mit Hangbauers Figur in der Telenovela zu Ende geht, ist nicht klar. Das regelmäßige Besetzungsgetausche lässt aber zunächst natürlich eine kleine Hintertür für eine mögliche Rückkehr von Hangbauers Rolle Thomas Jansen offen. Die Fans zeigen sich derweil sehr enttäuscht über den nahenden Abschied. Unter einem Instagram-Post die Rote Rosenseite zu Hangbauers Besuch beim NDR1 beklagen sie sich über sein Aus. Thomas soll nicht gehen. Das ist ja schrecklich, Vertrag muss verlängert werden von Gary Hangbauer. Bitte und Gary darf echt nicht die Serie verlassen. Es wäre viel zu schade um so einen guten Schauspieler, heißt es dort in den Kommentaren unter anderem.